So, hallo und herzlich willkommen im Wald und zu Türchen Nummer 1 des diesjährigen Adventskalenders. Wir schreiben das Jahr 2024. Ja, nicht nur Gutes passiert in diesem Jahr, aber dem Wald geht es zumindest mal besser. Das dürfen wir als positiv zur Kenntnis nehmen. Und das äußert sich insbesondere in erhöhten Feuchtigkeitswerten im Wald. Und das bringt uns dann auch schon zum Thema des heutigen Türchens, nämlich wenn man sich im feuchten, nassen Wald verläuft und hier nicht mehr wegkommt und wie ich jetzt mittendrin steht, tatsächlich bin ich hier so ziemlich weit, so weit es geht, halt weg von sämtlichen Vorstraßen und so gut mittendrin, wie halt eben dieser Wald hier mittendrin stehen, überhaupt ermöglicht. Wir haben Herbst. Ich habe die meisten Adventskalender-Beiträge zwischen Mitte und Ende November gedreht. Da wird natürlich das ein oder andere auch noch dabei sein, was dann wirklich auch im Dezember erst entstanden ist. Bin aber dieses Jahr relativ früh dran gewesen. Also Stand jetzt. Ich drehe auch grundsätzlich nie in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, dieses erste Video des Adventskalenders für euch ist für mich das, ich weiß es nicht, aber ich habe schon ein paar im Kasten. Daher ist es jetzt schwierig für mich zu sagen, dass ich alles im November bereits abgedreht hätte. Das werde ich wahrscheinlich nicht getan haben, wenn es dann soweit ist. Naja, jedenfalls möchte ich einfach noch so ein ganz paar einführende Worte. Was ist der Adventskalender für Leute, die jetzt tatsächlich verwirrt sind? Hä? Was soll das denn sein? Ja, das ist ein Adventskalender mit täglich einem Video von mir. Der hat sich im Laufe der Jahre ein klein wenig entwickelt. Ursprünglich hatten wir Überraschungs-Thumbnail, wo dann einfach eine Türchennummer drauf stand und dann ging das auf und dann habe ich einen Tag später quasi das Thumbnail zum richtigen Thumbnail ausgetauscht, dass man dann auch wusste, um welches Thema es geht, dass also quasi beim Anklicken des Videos immer ein gewisser Überraschungseffekt dabei gewesen ist. Das Dumme ist nur, das mag der Algorithmus so gar nicht und demonetarisiert mir dann das eine oder andere Video frühzeitig bzw. kurzfristig. Man kann dann Einspruch einlegen und dann dauert das so 3 bis 4 Tage, bis der Einspruch durch ist und dann ist das Video wieder monetarisiert und dann kann ich wieder Geld verdienen, aber dann ist es auch zu spät. Das hilft mir also dementsprechend gar nicht und dann ist die Arbeit für die Tonne und ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir also auf die Überraschungs-Thumbnails verzichten. Es gibt jedes Mal ein stinknormales Thumbnail. Erscheinen tut die neue Folge immer nachts um 12, also wirklich zum jeweiligen Tag, wie man eben auch ein Adventskalender-Türchen aufmachen würde, wenn man das nachts aufs Klo muss und unbedingt wissen will, was für heute denn drin ist, dann kann man im Prinzip das Türchen schon aufmachen. Natürlich seid ihr wach, wenn ihr des Nachts aufsteht und meinen Beitrag dann guckt, vorausgesetzt, ihr schlaft nicht sofort wieder ein. Das wäre natürlich auch sehr wünschenswert und überhaupt nichts dran auszusetzen, sodass dann zur allgemeinen Nachtruhe beiträgt, tue ich das gern. Ja, aber jeweils immer nachts um 12 erscheinen die neuen Folgen. Es sind logischerweise 24 an der Zahl und ich kann schon mal verraten, dass am 24. wie immer meine obligatorische mehr oder weniger zusammengestümperte Weihnachtsfeier stattfinden wird. Habe ich noch nicht abgedreht, kann ich also jetzt auch gar noch nicht groß allzu viel zu sagen. Ich versuche die schon so zeitnah wie möglich an den 24. dran zu klatschen. Und ja, das ist so grob das Prozedere. Themen variieren, es sollte von allem was dabei sein, inklusive ein bisschen Blödsinn, ein bisschen Ausrüstung, ein bisschen skillbasiertes Zeug, auch wenn ich da jetzt nicht so viel zeigen kann, aber so ein paar Kleinigkeiten, halt jede Menge Waldwissen, mal ein bisschen wissenschaftlicher, mal ein bisschen weniger wissenschaftlich und eigentlich auch gerne immer mal wieder die eine oder andere kleine Überraschung. Ja, vielleicht baue ich auch irgendwann mal noch einen 2. April-Scherz in den Adventskalender ein. Das ist ja auch so ein traditioneller Feiertag in meinem Jahr, dass zum 1. April irgendein blöder Witz kommen muss in Videoform. Und ja, mal gucken. Also dieses Jahr, kann ich schon mal verraten, ist das nicht geplant. In Zukunft werden wir es schauen. Ja, vielen herzlichen Dank an eure Themen, für eure Themenideen. Ich hatte einen kleinen Community-Post gemacht, da habt ihr mir jede Menge tolle Ideen drunter geschrieben. Ich habe ein bisschen was mindestens einfließen lassen. Nicht unbedingt viel 1:1 umgesetzt, weil es war dieses Jahr tatsächlich so, dass ich sehr früh schon sehr viele Ideen zusammen hatte und ausnahmsweise mal sehr wenig überlegen musste, um die
24 Themen zusammenzukriegen. Trotzdem vielen herzlichen Dank für die Themenvorschläge. Ich habe sie mir alle aufgeschrieben und werde bei Gelegenheit darauf zurückkommen, wann immer ich mal wieder eine Themenidee brauche. Das ist also alles aufgehoben für irgendwann mal und keinesfalls verworfen. So, und das wäre die allgemeine Adventskalenderbegrüßung gewesen. Ich hoffe, ich kriege noch rechtzeitig Schnee, dass wir auch noch mal ein bisschen Winterfeeling in den Advent reinkriegen. Ja, es ist arrogant, aber zumindest solange wir hier meine Beiträge gucken, befinden wir uns die halbe Stunde, ich hoffe eine halbe Stunde reicht jeweils auch, die halbe Stunde, die das dauert, befinden wir uns im Advent. Danach ist wieder Advent. Ja, also ich will ja nicht die gesamten 24 Stunden jedes Adventtages für mich beanspruchen. Wenn ihr es schafft, alle 24 Türchen durchzugucken, dann freue ich mich sehr. Es ist mir eine große Ehre, diesen Quatsch jedes Jahr wieder anbieten zu dürfen. Freue mich auch entsprechend über Feedback. Das wäre schön. Das wäre schön da. Also wenn es euch keine allzu große Mühe macht und wenn nicht, ist auch völlig in Ordnung. Wenn ihr euch innerlich freut, dann bekomme ich das bestimmt irgendwie auch mit. Ja. So, also wir legen los mit dem heutigen Thema. Dieses Jahr fangen wir ausnahmsweise mal mit Gier an. Habe ich noch nie mit angefangen und ich will ein kleines bisschen Varianz drin haben, zumindest in der Reihenfolge der Themen. Diese orangenen Säckchen hier, die hat man vielleicht schon mal gesehen. Im besten Fall handelt es sich um einen Umverpackungsbeutel für einen großen Müllsack von Leuten, die vorhaben, den Wald aufzuräumen. Das ist hier bei mir nicht nötig. Ich bin hier tatsächlich in der luxuriösen Situation, dass unsere selbst ortsnahen Wälder kaum Müll enthalten. Die Leute hier sind sehr diszipliniert. Es gibt ein paar, die, wenn mal Müll rumliegt, den einfach wieder mitnehmen. Und es gibt nur wenige, die Müll rumliegen lassen. Und wenn man mitkriegt, dass die Dorfjugend irgend sowas in die Richtung verbockt hat, dann kriegt die Dorfjugend gehörige verbale Arschtritte von sämtlichen Dörfern der Umgebung. Wir sind hier einfach nur mal eine ziemlich waldliebende Region. Ich denke, das wird auf viele, viele, viele Regionen zutreffen, aber nichtsdestotrotz habe ich hier wenig Müll zum Einsammeln. Dementsprechend ist das hier kein Müllsack, sondern ein Emergency Bivi. Ja. Und die Dinger kriegt man für wenig Geld im Internet nachgeschmissen, fast immer in Form von so einem orangenen Sack. Und also wirklich für sehr wenig Geld. Was heißt sehr wenig Geld? Kann man sich natürlich streiten, aber sowas um die 5 Euro für so einen Sack. Viel mehr sollte man nicht bezahlen, meinetwegen noch 6 oder 7. Kann man mal ein bisschen rumgoogeln. Qualitativ gibt es da keine großen Unterschiede. Und die meisten Hersteller bzw. Händler von diesem Zeug bauen da noch irgendwelche Goodies ein, je nachdem, wo man die kauft. In meinem Fall sind es 2 Schlüsselringe, ein kleiner Karabiner, nicht zum Klettern geeignet, aber doch vielleicht ganz nützlich, und eine Pfeife. Überraschend. Die funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe mich nicht getraut, daheim zu pfeifen. Noch lauter habe ich mich jetzt auch nicht getraut zu pfeifen. Die Kamera regelt das runter, ne? Also ihr habt das nicht so laut gehört, wie das tatsächlich gewesen ist. Also damit kann man schon auf sich hinweisen, ne? So, und die Idee ist jetzt, dass wenn du in eine Notsituation kommst, das Ding hier halt im Rucksack hast, das wiegt 150 Gramm mit allem drum und dran, höchstens, wenn überhaupt. Ach, Sagen wir einfach mal 100, ich habe es leider nicht gewogen, aber es ist auf jeden Fall leicht. Man kann das schon unter normalen Bedingungen, unter normalen Alltagsbedingungen immer mit sich rumschleppen. Idee ist insbesondere von diesen Dingern hier, die im Gebirge dabei zu haben, sollte man im Gebirge irgendwann nicht mehr rechtzeitig vom Berg runterkommen, ursprüngliche Idee, dann kann man bivakieren, notbivakieren, und dann ist so ein dünner Folienbivaksack immer noch besser als nichts, weil er einen zumindest vom Wind schützt. Und das ist sicherlich die Hauptleistung von den Teilen, dass sie den Windfaktor ein bisschen rausnehmen, der dann eben an windigen Orten wirklich entscheidend sein kann. Und ohne Wind hast du immer noch keine gemütliche Nacht, aber du bist nicht in akuter Lebensgefahr oder zumindest dann nicht mehr, wenn du hier reingekrochen bist. Außerdem wirst du nicht nass, weichst auch nicht durch, also zumindest nicht sehr nass, sagen wir es mal so. Das sind 2 wirklich unschätzbare Vorteile, und ob es in dem Teil dann ein bisschen wärmer ist als in der Umgebung, das weiß ich nicht genau. Drum stehe ich jetzt hier auch in Form von, wie ich hier halt stehe, mit einem
relativ dünnen 100er Vlies Unterjäckchen unter meiner uralten Softshelljacke. Die ist leicht wattiert, aber nicht wirklich gefüttert. Ist also eine dünne Angelegenheit, hält den Wind ein bisschen draußen, wärmt natürlich etwas. Darunter habe ich hier noch mein anderes grünes. Ich weiß nicht, ist das ein Softshell, ist das Vlies? Kann man schwer genau definieren. Ich hatte überlegt, ob ich noch weniger anziehe, aber ich bin heute sowieso schon den ganzen Tag ein klein wenig am Frieren. Wir versuchen unseren Rekord des Nichtheizens von letztem Jahr noch zu übertreffen und heizen möglichst wenig. Ist einfach so ein kleiner Sport von meiner Frau und mir. Ja, wir haben halt dummerweise in der Hütte eine Ölheizung unten drin. Da können wir jetzt nichts dran ändern in der Mietwohnung und deswegen versuchen wir so wenig wie möglich zu heizen. Ab und zu muss man ein kleines bisschen heizen, also da unsere Leidensfähigkeit, da sind auch Grenzen gesetzt, aber ja. So, darunter uraltes Bundeswehr-T-Shirt, ja, figurbetont, ich weiß, aber die sind halt so. Und man wird nicht schlanker, nachdem man aus dem Militär, also original, ja, dienstlich geliefert, noch von damals. Man wird halt, wie gesagt, einfach nicht schlanker, nachdem man da ausgetreten ist. Und viele Soldaten kennen das Problem, gerade die etwas Älteren, die länger bei der Bundeswehr sind, dass halt eben die Bundeswehr-T-Shirts etwas figurbetont sind. Wie auch immer, so, wir haben 6 Grad, Stand des Aussteigens aus dem Auto, das ich mir heute dankenswerterweise mal habe ausleihen dürfen, bei meiner Mutter. Und daher habe ich einfach aus terminlichen Gründen, ist es manchmal wirklich wahnsinnig praktisch, wenn man auch kleine Entfernungen mal schnell mit dem Auto, weil wenn ich jetzt jedes Mal das Fahrrad anschließen muss und so weiter und so weiter und den ganzen Fahrradgeraffel noch im Rucksack drin haben muss und mit dem Kameraequipment und das ist alles eigentlich viel zu viel blablub ums Thema herum, aber es ist der erste Adventsteil, da muss auch ein bisschen blablub drumherum durchaus sein. Das heißt, ich bin durchaus so angezogen, dass ich mich ein Stündchen hier jetzt rumstehend oder rumsitzend betätigen könnte, ohne dass mir groß kalt wird. Ich habe dafür keine Mütze außer meinen Hut, ne? Und keine Handschuhe, ja? Was ich noch bereuen werde, weil spätestens später muss ich dann mit dem Fahrrad zurück, weil Auto ist ja nur für kurze Fahrten tagsüber ausgeliehen und nicht für die weite Fahrt nach Hause. Das dürfte dann ziemlich kalte Pfoten geben. Egal. Vielleicht schnappe ich mir noch irgendwo ein paar Socken oder sowas. Handschuhe-Satz. Ja, jedenfalls diese Biwaksäcke. Um darauf zurückzukommen, die sind aus Rettungsdeckenmaterial. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, diese Dinger. Man kriegt sie, wenn man sie einmal auseinandergefaltet hat, nie wieder so klein zusammen, dass sie in diese lustigen orangenen Beutel reinpacken. Fast immer werden sie mit einem orangenen Beutel geliefert. Es gibt sie manchmal auch einfach in so einer simplen kleinen Ziploc-Tüte. Die Dinger sind, wie gesagt, aus Rettungsdeckenmaterial. Wenn man Glück hat, ist es die hochwertige Variante. Schreiben die meisten Hersteller nicht wirklich dazu, dass es sich eben nicht nur um Standard-Rettungsdeckenmaterial, und ich meine, das ist hier der Fall, also so vom Gefühl her würde ich sagen, das ist ein dicker, nicht um Standard-Rettungsdeckenmaterial handelt, sondern um ein bisschen was Dickeres. Die Maße verwirren mich mitunter ein wenig. Vielleicht kann es da irgendjemand aufklären, wie die exakt zustande kommen. Ich blende euch die Maße mal ein, aber man kann sich damit, wie gesagt, jetzt vor Wetter und Wind, also Regen und Wind, durchaus ganz gut schützen und es sollte darin ein wenig wärmer sein. So ein Ziel der Veranstaltung ist jetzt, dass ich mich jetzt hier rein begebe, ohne weitere Ausrüstung, was unrealistisch ist, weil ich habe mindestens immer eine Bundeswehr-Faltmatte dabei, als Sitzunterlage normalerweise, aber ich würde jetzt trotzdem einfach aus experimentellen Gründen mir irgendwo hier einen gemütlichen Bäumchen, ein Laubhäuflein zum Draufsitzen konstruieren. Ich lege mich auch nicht groß hin, weil ich muss die Zeit ja sinnvoll nutzen und würde irgendein anderes Video drehen, während ich in diesem Sack hier darauf warte, dass mir kalt wird. Erfahrungsgemäß wäre so die Zeit, die ich in dem Zustand, in dem ich mich jetzt hier gerade befinde, bis mir kalt wird. Also es beginnt an den Händen, jetzt schon. Füße fangen dann als nächstes an. Ich trage, Moment. Ja. Wenn man auf dem Arsch steht, ist das schwierig. Jetzt. Also hier so Trekking-Schlappen bzw. Trail-Running-Schuhe. Und die sind auch überhaupt nicht warm. Das heißt, da zieht die Kälte auch ziemlich schnell durch. Habe darunter zwar relativ dicke Socken an, aber ja, das wird so in 20 Minuten des Nichtbewegens der Fall sein, dass meine Füße dann auch ordentlich kalt werden, also den Level erreichen, wo du wirklich sagst, ich habe aber unangenehm kalte Füße, jetzt möchte ich dagegen was unternehmen. Das sind so Erfahrungswerte, stimmt eigentlich immer. Da ich obenrum ganz gut eingepackt bin, wird das noch eine Weile dauern, aber kalte Beine kriege ich. Hose habt ihr gerade gesehen, das ist
ganz normale Standard-Alljahreszeitenhose sozusagen. Nichts besonders Warmes. Das wird dann in vermutlich 40, 50 Minuten auch zu kalten Beinen führen. Wenn ich jetzt einfach so hier sitzen würde und obenrum bin ich, wie gesagt, relativ gut isoliert. Das dauert dann nochmal so ein Stündchen, 10, bis mir dann wirklich komplett als Gesamtdenn kalt wird, wenn ich jetzt hier so einfach rumhocke und nichts weiter tue. Jetzt tun wir so, als wäre Nacht und ich möchte jetzt eben die Nacht über stehen und kann hier aus irgendwelchen Gründen nicht weg, was natürlich unrealistisch ist. Aber trotzdem, wir tun jetzt einfach mal so, als müsste ich die Nacht hier irgendwie überstehen und habe eben zu Notzwecken meinen Notfall-Biwaksack dabei. So, klar könnte ich mir jetzt hier irgendwie mit dem Laub zusammenscharren, problemlos in einigermaßen bequemes Maträtzlein zusammenbauen und mich dann dahinlegen. Liegen ist aber schwierig, weil das Ding isoliert nach unten überhaupt nicht. Also wenn du mit so einer dünnen Folie auf dem Boden hockst, dann ist der Boden genauso kalt, wie wenn du ohne so eine dünne Folie, also nahezu überhaupt nicht, nicht messbar fast. Wenn du also ohne die Folie auf dem Boden hockst, dann wirst du zwar nasser, weil du dann direkt auf der Feuchtigkeit des Bodens, der ist übrigens klatschnass, also hier ist wirklich alles nass, hat eben noch geregnet, bringt dir jetzt eigentlich wenig. Das heißt, da der kälteste Ort ist, auf dem man drauf liegen kann, der Boden in diesem Fall, ja, und wir jetzt mal so tun, als hätte ich hier nicht haufenweise Laub, mit dem ich mir problemlos mit wenig Energieaufwand ein bequemes Maträtzlein bauen könnte, das einigermaßen isoliert, auch nur einigermaßen, weil es ist ja nasses Laub. Trockenes Laub habe ich nicht zur Verfügung. Das wäre eine richtig, richtig gute Matratze, aber tja, das ist halt jetzt nicht gegeben. Daher möchte ich jetzt versuchen, meinen direkten Kontakt mit dem Erdboden so gering wie möglich zu halten und akzeptiere, dass ich werde sowieso nicht schlafen, oder wenn ich jetzt über Nacht versuchen würde, mit dem Ding klarzukommen, würde ich auch wahrscheinlich so gut wie nicht schlafen, höchstens mal für 10 Minuten wegdösen. Das heißt, ich versuche die Nacht im Sitzen zu verbringen, weil dann nur im Idealfall meine Schuhsohlen, wenn man die Beine anzieht, gegebenenfalls meine Beinunterseite, wenn man die Beine mal ausstreckt, ein Teil von meinem Rücken an den Stamm, an den ich mich lehne, aber Holz ist ein guter Isolator, da kann man sich also schon mal anlehnen, und eben meine beiden Backen, nicht die im Gesicht, dann direkten Kontakt mit dem Boden haben werden. Und das kann durchaus wärmer sein, als zu versuchen, sich vollständig hinzulegen, weil du dann halt über die gesamte eine Körperhälfte oder gesamte Rückseite, gesamte Vorderseite, je nachdem wie man sich halt hinlegt, ist klar, Bodenkontakt hast, und Bodenkontakt, wenn halt keine vernünftige Bodenisolierung da ist, halt wirklich ein größeres Problem darstellt, als mit einer Rettungsdecke sich eine schützende Luftschicht um den Oberkörper, Beine etc. pp. Und so weiter und so fort zu bilden. Zumindest meine Erfahrung, meine Theorie, und da ich das selten bis nie ausprobiert habe, so richtig, was heißt so richtig? So richtig wäre natürlich über Nacht und dann feststellen, scheiße, ist kalt, ich gehe nach Hause. Ja, das wird nämlich passieren, mit Sicherheit. Es ist wirklich nur ein Notfall-Biwaksack, dieses Ding hier. Es hält dich, also es ist zwischen Leben und Nichtleben Notfall, so in etwa. Ja. Schön ist das nicht. Und ich möchte jetzt einfach, wie gesagt, während ich noch was anderes aufnehme, mal testen, wie lange ich denn da drin hocken kann oder wie viel mir das bringt, wie sehr ich subjektiv feststelle, dass ich doch erstaunlich lange warm bleibe und viel länger warm bleibe in dem Ding, als ich das ohne so ein Ding tun würde. So, und für diesen Zweck werde ich jetzt einfach mal spaßeshalber hier an diesem Baum mir ein kleines Laubhäuflein als Sitzkissen sozusagen zurecht machen, und dann schmeiße ich mich hier rein und dann hocke ich mich da hin und euch baue ich noch ein bisschen näher ran. Ja, jetzt kippt ihr gleich. So, langt für meine Bedürfnisse jetzt auch schon aus. Natürlich mehr wäre besser, aber ich will ja nur sitzen. Ne? Das ist halt so das Entscheidende. Und ja, jetzt gucken wir doch mal, falten den Spaß mal auseinander. Und ist lange her, dass ich mit sowas hantiert habe. Ich will es einfach selber für mich mal wissen. Preislich sind wir so bei 5-6 Euro. War ein Doppelpack für, ich glaube, 12 oder was.
ja, Format. Also der ist quasi eine gefaltete Rettungsdecke, mehr oder weniger. Innen drin gibt es, glaube ich, noch Klebestreifen. Außen sind keine zu erkennen, finde ich prima. Farbe hervorragend. Und man will ja möglicherweise gefunden werden. Da ist das natürlich eine schöne Möglichkeit, um sich nicht im Wald zu verstecken. Und hier haben wir auch schon den ersten Nachteil. Die Ecke hier hat ein Loch. Das ist scheiße. Da hätte man vielleicht bessere Qualität kaufen sollen. Tja, kacke, ne? Das ist nämlich häufig so. In der Theorie klingen diese Säcke nach einem halben Wunder. Aber nee, beide Ecken haben Löcher. Das ist wahrscheinlich bauartbedingt. Muss das so sein? Keine Ahnung. Aber jedenfalls haben die Ecken Löcher. Ja, scheiße. Das muss ja nicht, ne? Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber finde ich erstmal blöd. So. Und innen das, ja, übliche Rettungsdeckenmaterial, also dieses Silber, ne, das kennt man. Und es gibt keine Ober- oder Unterseite. Und jetzt steige ich da einfach mal mehr oder weniger rein. Und versuche ihn dabei nicht gleich allzu kaputt zu machen. Also einmal ein bisschen aufpuddeln, weil sonst müsste ich mich als Gerät auf den Boden hocken, das will ich ja nicht. Ich will gleich im Sack sitzen. Tu unbedingt mit rein, unbedingt. Ich bin jetzt hier noch nicht vollständig drin, ich würde da problemlos reinpassen, ich könnte mir das zur Not über den Kopf zusammenziehen, das ist natürlich ein dummes Wieder, erstickt man ja nicht. Au. Anmut und Grazie. Und habe ich meinen Laubhaufen überhaupt richtig getroffen? Naja, mehr schlecht als recht. So, da das jetzt nasses Laub ist und ich jetzt erfolgreich hier drin hocke, kann ich euch schon mal berichten, isoliert nach unten überhaupt nicht. Ja, also du hast instant kalte Arschbacken und ich glaube nicht, dass sich da in nächster Zeit nennenswert viel was dran ändert. Also das bisschen Laub, was ich jetzt zusammengekratzt habe, das hilft schon ein bisschen, aber es ist halt nasses Laub. Ja? Und Wasser leitet ja die Temperatur ganz hervorragend. Das heißt, das zieht dir sofort sämtliche Wärme von beiden Backen. An den Beinen wird es instant wärmer, wenn man hier reingekrochen ist. Gefühlt tatsächlich auch an den Zehen, gefühlt gleich ein bisschen wärmer. Und ich könnte jetzt mich da, wie gesagt, ziemlich gut drin verkriechen. Wartet mal, ich mache das mal vor. Ja, so oder so ähnlich. Kann man hier am Hals noch versuchen, das noch möglichst zuzukriegen. Und was halt fehlt, wäre jetzt noch ein schöner, so ein Kordelriemen, dass man das einfach mit so einem Kordelstopper noch zuziehen kann. Und jetzt würde ich quasi die Nacht über plus minus so hier hocken und hoffen, dass mir das irgendwie was bringt und ich eine Weile sitzen kann, bis ich dann zwischendurch wieder aufstehen muss, mich ein bisschen bewegen muss, damit ich nicht zu sehr auskühle und das in der Zwischenzeit eben ein bisschen hilft. Sollte es eine Nacht sein, in der es regnet, ist das natürlich super. Trotzdem drückt es dir dann die kalten Regentropfen einfach durch diese Plane auf, ja, die Haut nicht, aber auf die Kleidung. Das fühlt sich trotzdem kalt an, also die Oberfläche von dem Ding, wenn es da drauf regnet. Ne? Und dass das angeblich dieses Rettungsdeckenmaterial 90% der Körperwärme zurückreflektiert, ja, das klingt super auf dem Papier, hat für die Praxis aber längst nicht die Bedeutung, weil ja, das theoretisch zurückreflektiert wird, aber dann ist es halt in die andere Richtung weg. So, ihr seht, ich habe die Beine noch nicht angezogen, das heißt, meine Beine beginnen jetzt auf der Unterseite auch sofort kalt zu werden, geht jetzt gerade los. Stehend war es gemütlicher. Natürlich kann ich mich auch in den Sack reinstellen. Das ist auf die Dauer aber natürlich keine Option, wenn man jetzt irgendwie versucht, einen längeren Zeitraum zu überbrücken. Daher wäre es wahrscheinlich besser, wenn man die Beine noch anzieht und ja, dann auf diesem Wege jetzt versucht, hier eine Weile so auszuharren, dass hier oben halt so eng zumachen, wie irgendwie geht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mir fast zu kurz ist. Also jetzt nochmal so 10 bis 20 extra Zentimeter Länge wären einfacher zum Hantieren, ja, und zum Rangieren hier drin sozusagen.
Und ja, hätte man trockenes Laub, kann man übrigens in so einen Sack auch noch wunderbar trockenes Laub reinfüllen. Da muss man aber sehr geduldig sein. Sobald du da ein paar mehr kleinere Stöcke noch zusätzlich mit reinschmeißt, dann machst du dir wieder den Sack kaputt. Hätte ich jetzt hier nicht einigermaßen stocktechnisch aufgebaut, hätte ich mir den Sack wahrscheinlich auch sehr schnell kaputt gemacht. Aufgeräumt natürlich. Also mit Holz, das rumliegt, mit gar stachlichen Sachen und so weiter und so fort, geht das sehr, sehr schnell, dass es weniger gemütlich ist, als man sich wünschen würde. So, ja, und das war der Aufbau- und Reinhock-Vorgang. Ich bin wirklich dankbar, dass ich, also mal abgesehen davon, dass man sich natürlich eine Bodenisolation bauen kann, schon klar, wir gehen jetzt einfach mal aus experimentellen Gründen davon aus, dass ich eben keine Zeit oder keine Lust oder keine Kraft habe, mir eine vernünftige Bodenisolation zu bauen, einfach keine habe. So, und was passiert dann, wenn man sich jetzt lange in so einem Sack aufhält? Also ich kann mit Sicherheit sagen, würde ich jetzt hier drin liegen, mit vollständigem Bodenkontakt, dass der Kontakt zu dem Baum dahinter mir ist leicht kühl, das wird sich vielleicht noch ein bisschen geben, weil die Rinde der Buche hier aufzuheizen mit meiner Körperwärme, das könnte sogar gehen, dass sich das dann irgendwann nicht mehr kalt anfühlt, aber nichtsdestotrotz momentan kalte Arschbacken, aber es ist deutlich wärmer hier im Sack. Also so die ersten paar Minuten muss ich sagen, es ist wirklich deutlich wärmer im Sack, subjektive Empfindung meinerseits, als ohne Sack. So, circa 90 Minuten später sind wir zurück beim Ben, der dummerweise das Problem hatte, dass sein Ton ausgefallen ist, weil sich die Kamera zwischendrin mal ausgeschaltet hat und dann hat sie den Ton scheinbar nicht mehr eingeschaltet. Das heißt, der ganze Kladderadatsch, den ich ungefähr in den 90 Minuten vor dieser Szene aufgenommen habe, ist jetzt ohne Ton. Tolle Wurst, naja, wie auch immer jedenfalls. Mir war erstaunlich warm in dem Teil, gefroren habe ich gar nicht. Ich habe jetzt allerdings deutliches Kondenswasser. Also der Sack fühlt sich innen eigentlich überall ein wenig klamm an. Da, wo meine Klamotten dick genug waren, haben sie das Wasser aufgenommen. Das heißt, Jacke ist jetzt nicht nass oder so, also jedenfalls nicht gefühlt. An der Hose merkt man es ein kleines bisschen, habe ich insbesondere gemerkt, nachdem ich dann wieder ausgestiegen bin aus dem Sack, um ja eben mich auf den Rückweg zu machen. Und interessant wäre natürlich jetzt noch, hätte das im Fall des ja, Verbleibens über die ganze Nacht im Sack zu sehr, sehr viel Kondenswasser führen können. Ja, streng genommen auf jeden Fall definitiv mehr. Ja, das ist also sämtliche Körperfeuchtigkeit, die der Körper abgibt. Schwitzen tut man ja auch dann ein kleines bisschen, beziehungsweise einfach ein bisschen Atmung über die Haut, wenn einem jetzt nicht bolle warm ist. Und da hier überhaupt kein Wasserdampf entweichen kann aus der Plastikfolie, sammelt sich da das eine oder andere im Laufe der Nacht an. Sollte aber normalerweise jetzt nicht so viel sein, dass man dadurch klatschnass wird, kann aber relativ unangenehm werden. Erfahrungswert mit normalen Biwaksäcken. Im Übrigen, die Folie kann man selbstverständlich jetzt auch wunderbar als Ergänzung für einen Schlafsack verwenden, dass man also einen regulären Schlafsack dabei hat, sich ein ganz normales Lager macht und dann eben zusätzlich, weil man Angst hat, dass einem nachts der Schlafsack nass werden könnte oder weil es zu kalt ist, das Ding dann noch über Schlafsack und Mann, der drin liegt, drüber ziehen. Das geht selbstverständlich auch, ist auch sehr effizient, was die Wärmesteigerung angeht, da kriegt man schon noch mal ein paar Grad raus. 1, 2, 3, 4 vielleicht, ja, sowas um den Dreh. Je nachdem, ob gerade windig ist oder nicht, ist die Wirkung wirklich erstaunlich. Aber man akzeptiert dann halt eben, dass sämtliches Kondenswasser im System bleibt. Ja, da meine ich gerade, dass es da nass ist, ne? Und das hat halt eben nicht nur Vorteile, wenn man das ein paar Nächte in Folge macht, ist der Schlafsack dann irgendwann durchgeweicht. Das ist also auf jeden Fall was, was man nur machen kann bei gutem Wetter, wo man den Schlafsack wieder schön trocknen kann, wo man gegebenenfalls seine Klamotten schön wieder trocknen kann. Also bei mieser Wettersituation schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und da immer mal wieder Luft reinkriegen, wie ich gerade so schön andeute, das geht natürlich, hat dann halt natürlich wiederum den Nachteil, dass es dann auch wieder kalt wird in dem Moment, wo man da Luft reinlässt. Also für so Grenztemperaturen würde man vermutlich eher die Feuchtigkeit akzeptieren. Also es ist nicht perfekt, aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin positiv überrascht. Hätte nicht gedacht, dass der so viel wärmer macht und also ist auf jeden Fall eine valide Option, das Ding irgendwo unten im Rucksack drin liegen zu haben. Ich habe inzwischen auch nochmal nachgemessen, wiegt 150 Gramm, ohne Pfeife, aber mit orangener Hülle um den Sack drumherum. Und ja, also damit kann man definitiv was anfangen. So, und ich glaube, das wäre es dann auch schon gewesen. Ach so, halt, Frage wäre noch,
hat das Ding jetzt Löcher. Und dazu hatte ich mal versucht, welche zu finden. Ja, und das Ergebnis der folgenden Untersuchung war dann mehr oder weniger, wenn ich mich recht entsinne, dass ich 2 bis 3 Schnecken dran kleben hatte, kleine Nacktschnecken. Und im Fußbereich, wo ich immer mal wieder mit den Beinen ein wenig rumgestrampelt habe, und ich habe ja die Schuhe anbelassen beim da reinsteigen, da habe ich ein Fastloch produziert. Also etwas, was wahrscheinlich bei längerer Verwendung mit Sicherheit dann irgendwann mal eingerissen wäre. Und an einer anderen Stelle, im unteren Fußbereich, wo ich draufgelegen bin und die Sohle immer mal wieder auch aufgestellt habe, da habe ich tatsächlich ein kleines Löchlein produziert. Das ist allerdings noch nicht weiter eingerissen. Ob das dann im Lauf der Nacht passiert wäre, das weiß man halt nicht. Also man muss schon vorsichtig mit dem Zeug umgehen. Wenn da jetzt noch nennenswert Äste drunter gelegen hätten, wo ich mich hingesetzt habe, dann hätte ich wahrscheinlich am Hinterteil auch nochmal irgendwelche Löcher provoziert. Die sind jetzt so aber nicht drin. Gut, und der Ben hat schon gewinkt. Dann tun wir es ihm nach und sagen bis morgen dann mit irgendwas anderem. Ne? Es ist ja immer Überraschung. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Und ja, wie gesagt, morgen geht es weiter.